Ja. So, da sind wir wieder. Dann geht's weiter mit Castlevania Vampire's Kiss. Und einer langen Treppe erstmal. Vielleicht kommt gleich der letzte Boss, da werde ich mich drüber freuen. Dann will ich jetzt nämlich doch noch, wenn ich ihn schaffe, als Let's Play reinpacken. Ja, was haben wir gelernt? Bei solchen Stapeln kann man auch eine Axt werfen, fällt mir gerade ein, aber naja. Also ich sag euch mal, ohne Scheiße, vom Level, kann hier jetzt noch... Oh, jetzt habe ich ein Leben gekriegt. Weiß nicht, was da jetzt noch kommen kann. Steigerungsfähig wird das auf jeden Fall nicht sein. Meiner Meinung nach eben gerade das. Ich habe gedacht, das Werwolf-Level wäre schon schwer. Aber eben das war der Gipfel. Oder die Krönung. Ich werde hier natürlich nur ein Leben verballern, ne? Wenn versucht, dass er auch ein bisschen weicht, wenn er das Level ein bisschen dreht. So, wie war das gleich? Da oben kann man ja wohl nicht lang, ne? Guck mal, jetzt macht der Doppelsprung wieder nicht. Ich fasse es nicht. Gut, jetzt habe ich gerade eine Online-Meldung gesehen, da würde ich gerne drauf reagieren, aber ich muss das Leben ja noch verbrauchen. So, er kann... Oh! Gut, er wäre schon fast schneller passiert, als man will. Das kann man ja nur von da aus auf. Nix. Ja, normalerweise wäre hier ein Klassiker gewesen, vom Speer getroffen werden des Gegners und anschließend noch gegen den Medusa-Kopf krachen. Ja, guck mal nach, was da ist. Au! Alter! Perfekte Stacheln da oben, die sieht man überhaupt nicht. Super. Nein, keine Ruhe. Die ist aber echt nicht schlecht, ich habe das bloß zu spät rausgefunden. Ich hatte das zwischendurch. Als ich die letzte Stage nochmal angespielt habe, ja, das habe ich ohne es zu zeigen gemacht, weil die fand ich doch ziemlich schwer in dem Let's Try, den ich reingestellt hatte. Da kann man, wenn man die jetzt hat und als Spezialattacke benutzt, dann hat man so eine Art Uhrenkreis um sich rum, der hält auch eine Zeit lang, kann mit durch die Gegend laufen und der ballert dann halt die Gegner weg, wie so ein Schild. Das ist geil. So, was jetzt? Oh. Okay, das ist Graf Dracula, so weit wollte ich jetzt gar nicht kommen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Geh mal runter. Hallo. Oh! Pellkopf, Alter. Oh. Herrlich. Soll ich noch einen? Ja, war. Alter, hier so zur Feier des Tages. Dracula ist ja mal was Besonderes. Ich weiß, viele Leute hätten da den Bumerang genommen. Unter anderem der Kollege Scheinsberg 1983. Von dem... Oh, Hilfe! Okay, das geht so schnell, jetzt kann ich das eine auch noch benutzen. Der hat übrigens gerade einen schönen Super Castlevania. Das ist natürlich der Castlevania-Klassiker hier auf dem Super Nintendo.
ein Walkthrough dazu gemacht. Sehr geil anzugucken und sehr, sehr geil zuzuhören. Also kann ich nur voll empfehlen. So, jetzt aber probieren wir das nochmal richtig. Ja, so viel Werbung muss reichen. So, ich treffe ihn, ich habe ihn jetzt getroffen an der Birne. Frage ist, warum habe ich ihn eben nicht getroffen an der Birne? Schon wieder nicht? Das gibt's doch gar nicht. Voll minimal, was man da... Das kann man zerstören. Das ist gut. Das war jetzt wieder was. Das finde ich. Sowas finde ich alle auf 800 Jahre raus. Sehr geil. Okay. Nein! Also, wir machen das dann auch gerne in der Hocke. Oh, eine Keule. Nein. Ich gehe wieder auf meine lustige Plattform hier mit. Irgendwie kam ich mir da sicher vor. Kleiner Placebo. Ich habe 28 Äxte. Das muss reichen. Ja, ja. Was ist das überhaupt? Silber Metroid oder was? Echse. Ah, Arschloch. Oh, das haut doch nie und nimmer hin. Ich zeige euch jetzt hier im Let's Try, im letzten Boss-Battle. Wie bescheuert ist das eigentlich? Nein! Oh! Hilfe! Ja. Also das mittlere ist eine sehr blöde Situation hier. Bitte komm einfach noch ein paar Mal auf den beiden Pfeilern hier. Oder auf dem da hinten von mir aus auch. Da explodiert noch so eine eigene Feuerbälle in der Fresse. Ja. Ich schwitze schon beachtlich. Ich habe keine Energie mehr. Okay, das müsste der letzte Treffer sein. Oh, mir wird schlecht. Macht er da hinten jetzt? Nein! Oh. Nein! Okay, ich beende diesen erbärmlichen Let's Try hier jetzt. Alter, das gibt's ja gar nicht. Bis zum Let's Play. Ciao.